Es hat sich wirklich wieder einiges im Skincare-Bereich getan im DM. Ich bin gespannt, weil die einzelnen Drogerien reagieren dann doch auch gegenseitig aufeinander. Und wenn der eine was rausbringt, dann muss man doch irgendwie nachziehen, ne? Und ich habe viel Skincare gekauft, ein bisschen was anderes, was zwei Sachen, die keine Skincare sind. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wie ihr ja schon merkt, geht es bei mir viel um das Thema Skincare, aber auch um andere Themen hier auf dem Kanal. Und wenn der DM so einen Haufen neues Zeug raushaut, was gut erscheint, na, ich habe von den Sachen schon die unterschiedlichsten Dinge gehört, die funktionieren nicht für jeden. Und das ist aber das, was ich in meinen Reviews immer sage. Probiert es selber aus. Nicht jede Haut ist gleich, ne? Deswegen sage ich auch immer, wie mein Hauttyp ist und so. Fangen wir mal an mit den Dingen, die keine Skincare sind, die zum alltäglichen Leben gehören. Ich bin seit jeher Fan von den Tampons hier. Die funktionieren für mich echt gut. Brauche ich immer eine Packung so. Und die kosten 3,15 €. Ne? Also. Da probiere ich mich noch an der Alternative aus. Funktioniert für mich aber nicht ganz so. Also ich bin am besten mit Tampons, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hier ist die weltbeste Zahncreme, die es gibt. Denn die hat so einen echt guten Nachgeschmack. Die hat so einen richtig guten Nachgeschmack. Und die hat gekostet 1,95 €. Da hast du so richtig lange was vom Zähneputzen. Im Moment verwende ich Zahnputztabs und muss wieder mal feststellen, das ist nicht wirklich was für mich, ne? Also ich brauche zwischendrin schon mal eine Zahnpasta, mit der du so ein bisschen putzen kannst. Oder wenigstens zwischendrin. Denn ich tue mich schwer, diese Tabs zu zerbeißen. Ich weiß auch nicht, es funktioniert nicht so wirklich für mich, wenn ich ehrlich bin. Das war's jetzt von den Nicht-Skincare-Sachen. Auf die Creme wird mit gemischten Gefühlen reagiert. Zum einen wird hier wieder mal mit Retinol geworben und es ist kein Retinol drin. Das macht man ganz, ganz oft. Entweder verwendet man irgendwelche Vorstufen, die ein bisschen angenehmer für die Haut sind, die Haut erstmal umwandeln muss. Aber hier ist, wenn ich es auswendig weiß, Retinylpalmitat drin, genau. Nur artverwandt. Aber es ist okay. Es ist auch Bakuchiol drin, aber diese Creme ist halt nichts für Anfänger, ne? Und schon an der Stelle gesagt, sowas muss man einschleichen in die Pflege. Jetzt kommen immer mehr Sachen raus mit Actives. Das liegt auch so ein bisschen dran, dass der Leon immer durch die Drogerien schleicht und natürlich da die Drogerien auch mitziehen möchten. Und beide Stoffe, also Bakuchiol eher, Retinylpalmitat, das ist nicht so aggressiv. Bakuchiol kann auf der Haut Reizungen verursachen, wenn man es nicht gewöhnt ist. Deswegen solche Sachen wirklich in die Pflege einschleichen. Und das hat gekostet, wenn ich es noch genau weiß, das war das, ja, 5,95 €. Ist aber echt, das ich im Endeffekt gar keinen Preis. Die soll ein bisschen fettiger sein, habe ich schon gehört bei mir auf dem Discord. Ich bin gespannt, wie ich damit zurechtkomme, denn fettig macht mir eigentlich nichts aus in der Nachtpflege, das stört mich gar nicht. Von der Tagescreme habe ich auch unterschiedlichstes gehört, wirklich unterschiedlichstes. Zum einen, sie sei zu fettig. Zum anderen, sie würde irgendwie einen Film auf der Haut hinterlassen, der dann antrocknet wie eine Schicht. Der andere sagt wieder, ist super die Creme. Da merkt man schon, es hängt viel von der eigenen Haut ab, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Das nennt Niacinamid-Creme. Niacinamid gehört inzwischen wirklich in der Drogerie zum guten Ton. Also,
Diesen Stoff findet man überall und dazu habe ich auch schon einen Faktencheck gemacht, kann ich euch mal verlinken. Und die Creme hat 4,95 Euro gekostet. Da bin ich echt gespannt, was die kann, denn sie sind inzwischen tatsächlich schlau und parfümieren die Sachen nicht. Aber ich glaube, die ist ein bisschen parfümiert. Da muss man immer unten gucken. Nee, die ist nicht parfümiert. Steht jetzt mal nichts drauf. Doch, parfümfrei. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ist parfümfrei, also Balea merkt jetzt langsam auch, Duft muss nicht sein in der Pflege. Das ist eher kontraproduktiv. Aber ich bin mal gespannt, was ich von der Creme sage. Wie die Creme für mich funktioniert. Nächstes Programm. Da geht echt einiges. Und da war ich echt baff, als ich das gesehen habe. So. BHA Säurepeeling. Was geht denn eigentlich ab? Was geht denn eigentlich ab? Sagt mir das mal. Auch parfümfrei. Wie gesagt, das ist eine richtig coole Serie, was sie da rausgebracht haben. Weiß jemand eigentlich was mit diesem Niacinamid-Serum und dem Niacinamid plus dem AHA-Serum passiert ist? Das ist komplett weg. Gibt es auch im Internet nicht. Das haben sie wahrscheinlich, tun sie das überarbeiten. 3,95 für das Fläschchen. Und auch hier, wer mit Säuren im Gesicht arbeitet, der muss Sonnenschutz tragen. Da kommst du nicht drum herum. Ein bisschen mit solchen Produkten rumzuprobieren und keinen Sonnenschutz zu tragen. Und das ganze Jahr ist ein grober Fehler, ist fatal. Ne? Letztes Produkt. Und da bin ich mega gespannt, da fange ich heute schon an zu probieren. Ist nämlich das hier. Und das schreibt so ein bisschen nach dem Produkt von No. Oder wir haben hier 0,8% AHA und 3% PHA. Die PHA wird immer besser vertragen. Und hier wird wahrscheinlich als AHA wieder Milchsäure enthalten sein, wenn man jetzt genau hinguckt. Ich finde sie jetzt nicht so schnell, aber ich vermute es mal. Und ich werde das Produkt schleunigst vorstellen, denn bei dem Produkt weiß man nie, wann gehen sie wieder aus dem Sortiment, ändern sie die Produkte, aber sie sind immer schon eine Zeit lang auf dem Markt. Und das ist halt mega interessant, denn das von No hat ja auch seinen Preis gekostet. 3,95. Also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, 4 Euro günstiger als das von No. Und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal die Inhaltsstoffe abchecken. Insgesamt habe ich ausgegeben 26 Euro, mal kurz. Für das, dass ich halt wirklich war 15 Minuten im Laden oder so. Ich war schleunigst wieder draußen, weil ich mich auf andere Sachen natürlich nicht konzentrieren möchte. Ich mache gerade eine No-Buy-Challenge. So Sachen darf ich kaufen, weil ich sie halt wirklich zum Arbeiten brauche. Es klingt echt bescheuert. Aber alles andere nicht. Deswegen wird nur fokussiert auf das, was ich wirklich an Videocontent verarbeiten kann. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.